Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie aus Nürnberg, aus dem Frankenland, die quasi die Metropole Europas, zu unserem VDWF 11 Uhr Termin. Thema heute ist Konzentration auf das Wesentliche. Und ich habe rechts gerade nochmal so ein Bild reingebastelt. Und zwar hat vielleicht der eine oder andere auch mal den Fachbeitrag oder liest ja ab und zu mal den Stahlformbauer. Das erscheinen ja immer wieder mal Fachberichte von mir. Und das war 21. Also im Januar 20 ist erschienen, ein Fachbeitrag genau zu dem Thema. Ja, ich würde jetzt einfach mal mit dem Thema mich ganz kurz vorstellen. Wir sind gerade im Bereich im Formbau, wir begleiten Dienstleistungswerke, Formbaubetriebe, das sind die ganz freien Markt, die Werkzeuge bauen, aber genauso auch die internen Werkzeuge, Formbaubetriebe, ab und zu mal eben auch Projektmanagement und Serienproduktion. Unsere Kunden sind in Deutschland, Österreich, Schweiz, Ungarn, aber natürlich auch woanders. Also ich begleite auch in Indien ein Unternehmen mehr online als direkt vor Ort. Aber im Wesentlichen sind es namhafte Unternehmen der Branche. Der ein oder andere von Ihnen kennt mich sicherlich sowieso. Ich habe auch gesehen, es sind ein paar Kunden von mir dabei. Ja, Beratungsschwerpunkt der Dürrwächter, das sind so seit 93 mache ich die Beraterei. Das erste Thema, was wir hatten, war Planung und Steuerung in einem großen Werkzeugbau, in einem oberfränkischen Werkzeugbau mit heute, naja, so 260 Mitarbeitern in Lichtenfels. Und Seminare seit 96, also auch relativ lang, auch mit dem VDWF haben wir da schon relativ viele Themen zusammen gemacht. Was machen wir alles? Strategie und Geschäftsmodelle entwickeln wir in den Unternehmen, Organisation und Prozesse. Natürlich auch Medical-Themen, GMP, 13485-Themen, speziell Medizin-Themen, weil wir eben etliche Werkzeuge und Formbauten haben oder Produktionsunternehmen, die Medizintechnik als Thema haben. Natürlich in der Umsetzung Coaching, Führen und agile Themen. Und natürlich betriebswirtschaftliche Themen, Betriebssimulationen, Planung, Steuerung, Regelung, technische Prozesse, Technologieeinsatz, also alles um Technik herum, alles um Automatisierung und auch Machine Learning. Das sind heute so aktuelle Themen, mit denen wir uns auch auseinandersetzen. Im Werkzeug- und Formbau, wo ist sowas anwendbar? Bis hin zu Produktionssystemen, Lean-Themen oder ab und zu bauen wir auch ganz neue Werkzeugbauten für Unternehmen auf. Heute ist ein Thema, das betrifft im Wesentlichen so Punkt Strategie und Geschäftsmodelle. Natürlich auch ein bisschen was zu Betriebswirtschaft und Simulation und aber auch Coaching, Führung und agile Organisation. Also das sind so ein bisschen die Themenschwerpunkte, die mitbeleuchtet werden in dieser halben Stunde. Wir sind ein recht kleines Beraterteam. Wir arbeiten zu zweit, das ist Daniel Leipold und ich. Wir machen beide mehr oder weniger alles. Genauso gleich, also jeder kann nahezu alles. Herr Leipold, der ist jetzt auch schon bei 10, 11 Jahren bei mir im Unternehmen. Wir sind da recht effizient so zu zweit und ja, funktioniert im Wesentlichen ganz vernünftig. So, dann würde ich sagen, starten wir ein mit unseren Themen. Stürmische Zeiten, Krisenzeiten. Naja, klar. Corona treibt uns natürlich im Moment alle herum. Das war noch vor ein paar Wochen, war es noch extrem hektisch. Und mittlerweile zeichnen sich natürlich viele Themen ab. Zumal zeichnet sich natürlich auch ab, dass sich unser Thema, was uns natürlich schon seit langem beschäftigt, mehr oder weniger intensiv, teilweise auch in den Beratungen, wo wir teilweise bis in die Sanierung mit Konzepte, mit Bankengespräche führen, wo wir halt am Ende erleben, Sie kennen alle die IDB ES6, das sind die Vorgaben für Sanierungskonzepte, wo wir dann einfach erleben, dass Unternehmen dann schon in Liquiditätskrise sind, manchmal eben auch schon Insolvenzreife haben, das sind dann sehr unangenehme Prozesse. In jedem Fall haben wir natürlich gemerkt, oder das merkt jeder, das ist nichts Neues, dass sich natürlich da im Moment extrem viel verschärft. Und das macht uns natürlich alle Sorgen, weil wir natürlich nicht unbedingt wissen, wann es wieder losgeht. Vor allem Werkzeug und Formbau, der hatte ja in den letzten Jahren sowieso seine bisschen das ein oder andere strukturelle Problem.
Und jetzt kommt es noch dazu, nicht, dass wir nicht unbedingt die Aufträge hätten, aber die Kunden fahren halt alle runter. Und damit verschärfen sich viele Szenarien. Wenn wir dieses Krisenszenario mal anschauen, dann kann man das mal in die unterschiedlichen Bereiche unterteilen. Da gibt es auf der ersten Stelle die noch relativ kleine Krise, das ist die Stakeholder-Krise. Da gibt es vielleicht noch kein Nachfolgekonzept für das Unternehmen. Da gibt es vielleicht eine hohe Fluktuation. Vielleicht ist auch eine oder andere Unternehmen unzufrieden mit meinem Unternehmen. Das sind dann schon die ersten Zeichen. Dann geht es sicherlich weiter. Das nennt man dann, die nächste Phase nennt man dann diese Strategiekrise. Die bezeichnet sich ein Stück weit dadurch aus, dass wir kundenabhängig sind, dass wir branchenabhängig sind, dass es disruptive Prozesse gibt und vor allem auch, das ist eigentlich das Schlimmste oder das Schwierigste an allem, dass sich viele Unternehmen zu lange eben im Erfolg gesonnt haben oder sich im Moment noch oder eben noch entsprechend sonnen in Erfolg. Und das ist eigentlich der schlimmste Zustand, den ein Unternehmen haben kann, erfolgreich zu sein. Weil da den richtigen Zeitpunkt zu finden, tatsächlich Veränderungen herbeizuführen, ist aus meiner Sicht einer der schwierigsten Punkte. Dann gibt es die Produkt- und Absatzkrise. Klar, die kommt direkt aus der Strategiekrise. Das heißt, ich bin dann eben zu stark abhängig von bestimmten Produkten in Deutschland, im Wesentlichen im Automotive-Bereich. Und viele haben natürlich über die Jahre versäumt, Marketing und Vertrieb entsprechend auszubauen und haben dann teilweise eben nur sehr proaktiven oder wenig proaktiven Vertrieb, sondern eher reaktiven Vertrieb. Das heißt, da kommt eine Anfrage, dann kümmere ich mich drum und das war's dann auch und braucht dann vielleicht ein Tool, um möglichst schnelle Kalkulationen zu machen. Ja, und dann geht es natürlich, wenn da zu wenig getan wird, geht es natürlich relativ schnell weiter in Margenrückgänge. Rückgehende Umsätze, rückgehende Margen. Ja, und es führt dann relativ dynamisch oder kann dann relativ dynamisch in eine Liquiditätskrise kommen. Dann verzögern sich vielleicht nochmal Einzahlungen und ich habe dann möglicherweise keine oder nur eine unzureichende Liquiditätsplanung. Anmerkung dazu, nahezu jedes Unternehmen, das wir betreten, haben sich nicht oder nicht ausreichend mit Liquiditätsplanung auseinandergesetzt, haben noch keine Konsultationen gemacht bei Fachanwälten für Arbeitsrecht und Insolvenzrecht zu Themen, wie gehe ich denn tatsächlich mit der Insolvenzreife um, und haben auch da noch keine, viele wissen gar nicht, dass es diese drei Wochen Frist zur Antragstellung eben gibt, die aktuell eben ausgesetzt ist. Unter ganz speziellen Voraussetzungen gilt die eben ab dem 1.3. bis zum 30.9. Viele haben sich mit den Themen überhaupt nicht auseinandergesetzt und reagieren dann teilweise panisch. Hier oben in der Strategiekrise, da ist eben der Punkt, habe ich entsprechende Veränderungsbereitschaft? Will ich was verändern? Will ich was tun an meinem Unternehmen? Und in der Liquiditätskrise, die zeichnet sich dann eher aus durch wenig Zeit und durch Panik, weil da wird es dann wirklich, wirklich schwierig. Wir haben dann teilweise Szenarien, wo ich das erste Mal beim Kunden aufschlag, der ganz entspannt noch sagt, ja, wir müssen mal unser Werkzeugbau ein bisschen optimieren. Dann schauen Sie sich mal 2, 3, 4, 5 Minuten betriebswirtschaftliche Daten an. Dann kriegen Sie als Externe erstmal panische Zustände und fragen den Kollegen Geschäftsführer, ob er denn sich über seine Situation bewusst ist. Und dann kommen halt so Themen wie, naja, das haben wir schon immer geschafft und das schaffen wir schon. 3 Minuten später haben wir dann einen Fachanwalt für Insolvenzrecht am Telefon und klären dann wirklich die Themen. Also es sind wirklich sehr, sehr schwierige Themen, die da teilweise kommen. Hier haben wir immer so ein bisschen als Faustformel, ich benötige eigentlich oder ideal wären 3- bis 4-fachen Monatsumsatz ohne Kontokorrent auf dem Konto zu haben.
Das ist der Idealfall. Das haben leider viel zu wenige Unternehmen, aber das ist das Szenario, auf das wir in allen Unternehmen auch zufahren. Das heißt, egal was wir tun in dem Unternehmen, das sind die Prozesse, die wir pushen müssen. So, sprechen wir die Veränderungsbereitschaft an. Ich habe es gerade schon mal ein bisschen angesprochen. Da kriegt man dann halt häufig Statements, so, das war sie doch sowieso schon und das haben wir schon alles, das haben wir immer schon so gemacht und wir haben das doch alles schon ausprobiert und es hat alles nichts gebracht. Und was der schon, mir schon wieder erzählt, der Berater ist in dem bei dir, und wir sind ja Weltmarktführer, was soll das eigentlich sein Gerede? Also das sind so häufige Statements, die da kommen. Man erlebt aber auch Unternehmen, die sich ein Stück weit anders positionieren. Das heißt, Unternehmen oder Unternehmenskräfte, Geschäftsführer, teilweise Inhaber, Geschäftsführer, die wirklich sich da sehr, sehr stark positionieren und positionieren wollen. Das heißt, sie haben auch sehr spannende Kunden, mit denen wir extrem positiv genau an den Themen arbeiten. Um ein Leben, die arbeiten hartnäckig an Themen, sind führungsstark und arbeiten vor allem auch mit der sogenannten vereinbarten Führung. Das haben sicherlich viele von Ihnen schon gehört. Das ist so eine Führungsmethode, ist ein bisschen viel gesprochen, aber zumindest eine Regel, dass ich über Vereinbarungen führe. Solche Leute, die managen im Prinzip, ich habe es mal ein bisschen Englisch, das ist Daily Business Pushing, das heißt, sie kümmern sich um Themen wie Effizienz, natürlich Mitarbeiterentwicklung und eben auch Akquise und tun aber gleichzeitig auch Folgendes, dass es sich eben auch um strategische Konzepte entwickeln, wie zum Beispiel Digitalisierung, neue Märkte, neue Geschäftsmodelle. Und wenn man das mal ein bisschen auch heute als neudeutsches Wort vielleicht versucht, ein bisschen zu beschreiben, so ist dieses, bezeichnet man das heute so als Ambidextrie. Das kommt, das ist vom lateinischen Wort, das heißt, beide Hände sind gleich stark. Dexter heißt rechts, also Ambidextrie, beide Hände sind Rechtshänder. Also wenn ich jetzt Rechtshänder bin, sind beide Hände wie die rechte Hand stark. Das ist so ein Thema, wo ich nicht nur auf das Daily Business renne und im Hamsterrad festhänge, sondern eben auch gleichzeitig aus dem Hamsterrad rausspringe und mich um neue Themen, neue Positionen, neue Dinge am Ende kümmere. Also das ist im Prinzip ein wesentlicher Ansatzpunkt für Führungskräfte, beide Dinge im Fokus zu halten. Schauen wir jetzt nochmal auf die Liquiditätskrise. Und überlegen und schauen mal, was man da an der Stelle tun kann. Also was man in jedem Fall machen muss, das ist, sehen Sie in dem Bild, ist so eine Liquiditätsgrafik, so eine Liquiditätsplanung darstellen. Die zeichnet sich im Wesentlichen dadurch aus, dass sie drei Phasen beinhaltet oder klassischerweise drei Phasen beinhaltet. Und zwar wird in der Liquiditätsplanung im Wesentlichen der Zeitpunkt des Mittelzu- und Abflusses dargestellt. Und das heißt natürlich, dass wir in der Liquiditätsplanung auch von Bruttobeträgen sprechen. Also nicht wie in der Umsatzplanung von Nettobeträgen sprechen, sondern hier wird tatsächlich Bruttobeträge werden hier berücksichtigt. Die erste Phase, die betrifft so mehrere Wochen, also muss auf jeden Fall Minimum diese drei Wochen Frist überschreiten. Dort sind die tatsächlich gebuchten Umsätze und Kosten drinnen. Das heißt, das kommt klassischerweise aus der Finanzbuchhaltung und aus der Lohnbuchhaltung. Die Grafik links, die Sie sehen, die kommt auch standardmäßig, ich denke, dass es standardmäßig ist, aus der DATEV heraus. Also diese Tools unterstützen Sie klassischerweise in diesen Darstellungen. Die nächste Phase ist die Phase, die Sie typischerweise eben nicht in Ihrer Buchhaltung drin haben. Das heißt, es sind noch nicht verrechnete Aufträge oder Kosten, die periodisch eben anfallen, zum Beispiel Personalkosten, Stromversicherung, soweit sie noch nicht gebucht sind.
oder eben auch Materialkosten gegengestellt den entsprechenden Aufträgen und eben auch dann Umsatzsteuervorauszahlungen. Hoffentlich machen sie immer nur Umsatzsteuervorauszahlungen, die dann eben auch entsprechend berücksichtigt werden müssen. Und die dritte Phase, die dann die längerfristige Liquiditätsplanung betrifft, das sind dann die Planumsätze, die Sie haben, die Sie klassischerweise dann prozentual eben auch bewerten und dann eben auch Plankosten und Investitionen, die Sie da an der Stelle dann mit berücksichtigen können. Was kann man sonst noch tun, um liquide Mittel zu erhöhen und zu sichern? Natürlich jetzt gerade aktuell das ganze Thema Kurzarbeit. Wir sind da, ich war jetzt gerade den ganzen Tag vor dem 11-Uhr-Loch an einem Thema, wo wir gerade diese Eskalationsszenarien im Moment hochrechnen für den großen Werkzeugbau, wo wir dann auch versuchen, die Kurzarbeit ein Stück weit zu berücksichtigen in den nächsten Monaten. Dann sind es natürlich diese ganzen Sale- und Effekt-Themen, die wir ja kennen. Das heißt, sie verkaufen an irgendeine Bank ein Betriebsmittel und ließen es dann entsprechend wieder zurück. Das heißt, sie bekommen dann einfach liquide Mittel dadurch, müssen dann halt berücksichtigen, dass sie natürlich das zurückzahlen müssen. Klar, die Finanzierung, den Kapitaldienst entsprechend berücksichtigen. Ganze Thema Mahnwesen sollte natürlich auch funktionsfähig sein. Und sie sollten natürlich auch schauen, dass sie die Restarbeiten an Werkzeugen abschließen, weil ich erlebe immer wieder in Werkzeugbauten, dass die letzte Rechnung, die Abschlussrechnung nicht gestellt werden kann, weil es irgendwie latente Sachen einfach nicht fertig gemacht sind, nicht richtig abgeschlossen sind, noch irgendwelche Korrekturen oder Anpassungen, dann wird das gestritten, muss das jetzt der Kunde zahlen, muss das nicht zahlen, dann ist es Hickhack dann, was dann am Ende dazu führt, dass eben solche Abschlussrechnungen nicht gestellt werden können. Grundsätzlich gilt natürlich, regelmäßige Bankengespräche führen, viele Unternehmer machen das nicht so richtig ganz, weil sie sagen, die Banken, die verstehen sowieso nicht, was wir tun. Natürlich auch das ganze Thema Reporting an Banken sollten sie sehr, sehr konsequent und sehr zuverlässig eben auch tun. Wir haben da eben in den letzten Jahren viel gelernt, eben auch mit den Banken zu kommunizieren. Banken sind eigentlich erst in dem Moment dann unfriendly, wenn man erst in einem Krisenszenario auf sie zukommt und eben über die Jahre nicht gut genug kommuniziert hat. Um jetzt nochmal einfach ein paar Punkte zusammenzufassen, sieht man natürlich das Thema Liquiditätskrise als im Moment sicherlich das allererste Thema, was angegangen werden muss. Das heißt, das sind Themen, die Sie sofort in den Griff bekommen müssen. Wenn Sie es nicht sowieso schon alle gemacht haben, ist es im Moment natürlich das Thema, dass Sie eben die Liquiditätsplanung machen über mehrere Monate hinaus. Der Zielzustand, an den Sie herankommen sollten, könnten, ist sicherlich der 3- bis 4-fache Monatsumsatz ohne einen Kontokorrent. Das ist sicherlich jetzt ein sehr hoher Wert, wobei wir erleben in Unternehmen, die in diesem Bereich leben, dass die natürlich Krisen, ich meine, diese jetzige Krise ist natürlich schon eine extreme Krise, aber relativ gut überfahren können. Aber es dauert natürlich dann wieder Jahre, um so eine Liquidität entsprechend darstellen zu können. Was natürlich dann der Punkt ist, den Sie auch, wenn Sie jetzt heute und jetzt wieder an den Themen sind und an den Themen arbeiten, heißt es natürlich, sich trotz aller Krise und trotz aller Themen, die da jetzt vielleicht aktuell sind und aktuell auf Sie einbrechen, sich natürlich insbesondere um Ihr Thema Strategie und Ihre nächsten Themen zu kümmern. Das heißt, Sie sollten versuchen, gerade jetzt, in der jetzigen Zeit, so diese Ambidextrie
wirklich exzessiv auszuleben. Auf der einen Seite Krisenmanagement, auf der linken Seite Daily Business. Auf der anderen Seite sollten Sie die Zeit nutzen, strategische Konzepte zu entwickeln oder sich eben mal zu überlegen, was macht denn Ihr Betrieb überhaupt? Wie ticken Sie denn überhaupt? Was sind denn überhaupt für Themen, die für Sie relevant sind und wichtig sind? Um das Ganze ein Stück weit zusammenzufassen nochmal, ist es das Thema dem Kampf um die Insolvenzreife. Aktuell, wie gesagt, diese 3-Wochen-Frist ist ausgesetzt. Ist natürlich, ja, trifft auf Sie hoffentlich alle nicht zu. Liquiditätskrise haben wir gerade gesprochen. Erfolgskrise, würden Sie sich aktiv um Vertrieb und diese Themen kümmern. Natürlich Produkt- und Absatzkrise ist natürlich ein klassisches Thema, neue Märkte. Sie haben sicherlich alle oder viele von Ihnen erlebt, dass in den letzten Jahren mit dem Krise der Automobil natürlich viel in die Medical-Branche hineingewandert sind oder versuchen hineinzuwandern, weil das offensichtlich auch noch eine relativ etwas krisensichere Branche ist. Aber unterschätzen Sie den Markt bitte nicht. Die in der Medical-Branche unterwegs sind, wissen das. Und komme ich dann natürlich in die Strategiekrise und den Themen der Strategie, die Sie beackern sollten. Und beim Stakeholder, auch da gibt es nach wie vor Unternehmen, wo Unternehmer, Geschäftsführer, Inhaber deutlich teilweise über die 70 ist und es immer noch kein Nachfolgekonzept geht, gibt es, also 50 ist etwa so die Phase, mit 50 Jahren sollte der Geschäftsführer, Inhaber, sollte langsam sein Konzept zurechtrücken, wie es denn gehen kann, weil seien Sie darüber bewusst, dass solche Prozesse, Nachfolgeprozesse Jahre dauern. Verkaufen können Sie heute oder seit Jahren oder es ist relativ schwierig, auch Unternehmen zu verkaufen. Und Nachfolgeprozesse sind langwierige Prozesse. Ja, wie können wir Sie unterstützen? Wir können Sie natürlich unterstützen. Wir machen natürlich zu den ganzen Themen Analyse. Wir bereiten das natürlich vor und wir entwickeln natürlich unser Daily Business Konzepte und setzen die natürlich auch Tag für Tag um. In der Regel 4 bis 5 Tage die Woche vor Ort. Zurzeit nicht so vor Ort bei uns. Wir starten erst nächste Woche wieder vor Ort mit Terminen. Diese Woche sind wir noch online, also digital unterwegs. Umsetzungsberatung klassischerweise, eben auch mit Coaching, ein bisschen zu Interimsmanagement, wo wir eben nicht in Vollzeit, das machen wir nicht, aber eben mit einem reduzierten Aufwand auch Führungsrollen in Unternehmen übernehmen. Ja, und entwickeln eben diese Konzepte und Umsetzungen genau zu diesen Fragestellungen. Was ist uns natürlich wichtig an dem Thema? Natürlich die nachhaltige Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit, der Werkzeug- und Formbau. Das heißt, wir kämpfen für jeden Formenbau. Wir klappen, wir dürften oder wir mussten zum Glück bis heute noch keinen einzigen zuklappen. Wir hatten keinen, der in die Insolvenz gegangen ist. Wir konnten ein paar wenige, die relativ nah waren, konnten wir die Kurve noch kratzen. Im Moment kämpfen wir ein bisschen stärker bei dem einen oder anderen Kunden. Aber auch da werden wir das hoffentlich alles schaffen. Hier noch die vorletzte Folie. Ja, wir machen die Beratung und die und natürlich Fachberatung und Seminare. Wir haben so ein kleines digitales Tool zur Fertigung, Organisation und Planung. Und wir unterstützen Sie natürlich auch mit einer Community, die wir neu aufgebaut haben oder wo wir es auch mit Inhalten befüllen, wo alles rund um den werkzeuglichen Formenbau Tipps und Tricks rund um den werkzeuglichen Formenbau gibt. Jo, und zum Abschluss danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit und darf natürlich alle einladen, das hier zeitlich ein bisschen überschnitten. Ich selber mit Top Consult veranstalte heute um 14 Uhr noch einen Online-Impuls, so nennen wir das,
Online Impuls heute um 14 Uhr, wo es im Prinzip auch ein bisschen um diese Themen geht, aber noch ein Stückchen weitergehend ein paar Themen zur Effizienz. Was können wir tun rund um Effizienz im Werkzeug- und Formbau? Dort werden wir heute um 14 Uhr, können sich gerne über die Homepage anmelden. Ja. Dann wäre ich vier Minuten vor meiner Zeit. Einwandfrei. Vielen Dank, Herr Zwicker. Wenn Sie gerade vielleicht das Screensharing beenden, dann sehen sich ja die meisten Teilnehmer, zumindest die mit Kamera, face-to-face, wunderbar. Ja, erstmal vielen Dank für die Impulse aus der halben Stunde. Wir machen auch gleich weiter mit der Fragerunde. Nur an der Stelle kurz der Hinweis, weil Sie angesprochen haben, so Zielgruppe Medizintechnik. Auch dafür haben wir ein 11-Uhr-Loch, ich glaube übernächste Woche, mit dem Professor Roth aus Schmalkalden, der eben über diesen speziellen Zielgruppenmarkt Medizintechnik spricht, was man da so tun muss, dass man da reinkommt, auf was da ankommt und so weiter. Und eben dieser benannte Professor Roth wird auch bei uns einen neuen Arbeitskreis leiten, Arbeitskreis Additive Fertigung. Und da ist nächste Woche am Mittwoch oder Donnerstag hier im 11-Uhr-Loch der Kickoff, wo die Leute quasi ihre Anforderungen an den Arbeitskreis nennen können und der Professor Roth auch ein bisschen schildert, was da alles so geplant ist. Schön, dass alle dabei waren. Wir sehen uns dann die nächsten Tage im 11 Uhr noch wieder. Jo, danke. Dann, ciao.